Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Wissenswert und zwar ist es so krass, leben die Stars der Nationalmannschaft privat. Let's go! Spätestens ab dem 14. Juni werden sie wieder rund um die Uhr in der Öffentlichkeit stehen und 80 Millionen Menschen werden eine Meinung zur sportlichen Leistung unserer Nationalspieler haben. Der Schöle, du. Mann, du. Genau, zu dem kommen wir auch gleich, auf jeden Fall. In diesem Video wollen wir aber nicht über die sportlichen Leistungen der DFB-Elf reden, sondern euch stattdessen präsentieren, wie die Stars der Nationalmannschaft eigentlich so abseits des Platzes leben. Und so viel sei schon mal verraten, es sind einige echte Überraschungen, kuriose Hobbys und außergewöhnliche Lebensstile dabei. Es wird also auf jeden Fall interessant, okay. Deshalb bleibt dran. Beginnen wollen wir mit einem Spieler, der schon lange als große deutsche Hoffnung gilt und der im besten Fall einen großen Beitrag zu einer erfolgreichen EM leisten kann. Die Rede ist von Leroy Sané. Sportlich gilt der Bayern-Star gewissermaßen als eine Wundertüte. Mal glänzt er mit Dribblings und Vorlagen, mal zieht er eine unnötige rote Karte. Privat geht es bei Sané allerdings auch wild und vor allem selbstbewusst zu. So hat Sané nicht nur schon eine eigene Biografie herausgebracht, eines seiner größten Hobbys ist es gleichzeitig regelmäßig zum Tätowierer zu gehen. Aber dabei beschränkt er sich nicht auf ganz normale Tattoos, sondern lässt sich im Zweifel auch ganz persönliche Sachen stechen. Sein Rücken wird nämlich von einem gigantischen Tattoo geschmückt, das Sané selbst zeigt. Aber auch einfach ein Tattoo von sich selbst stechen lassen. Keine Ahnung, ich find's irgendwie richtig lustig. Abgesehen von seinen Tattoos legt Sané privat viel Wert auf sein Äußeres. Immer wieder postet er Bilder von sich in den neuesten Luxusklamotten von Der ist halt auch mega hübsch. Der sieht einfach so modelmäßig aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, in 12 Jahren habe ich sowas Schlechtes noch nicht gesehen. Sieben Designer-Labels und wird außerdem regelmäßig auf Fashion-Events gesichtet. Mit dabei ist oft seine Freundin, die nicht nur 8 Jahre älter ist als er, sondern mit der er seit 2018 auch 2 Kinder hat. Übrigens, was viele auch nicht über Sané wissen, ist, dass er neben der deutschen auch die französische Staatsbürgerschaft hat und dass sowohl seine Mutter als auch sein Vater auch schon Profisportler waren. For real? Das wusste ich gar nicht. Sie nämlich als Turnerin und er als Fußballprofi. Wer ebenfalls ein richtiges Rockstar-Leben zu führen scheint, ist Maxi Mittelstädt. Aufgrund seiner überragenden Saison beim VfB Stuttgart darf sich der Linksverteidiger berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz bei der EM machen. Falls er diesen nicht bekommen sollte, wird er jedoch vermutlich genug Trost bei seiner Freundin Lea Prinz finden, die im Vergleich zu vielen anderen Spielerfrauen gerne das Rampenlicht sucht. Die Influencerin arbeitet nämlich größtenteils als Model und postet immer wieder Details aus ihrer Beziehung mit Maxi Mittelstädt. Zusammen gehen sie nicht nur gerne in teuren Restaurants essen, sondern haben auch einen Hund, mit dem sie viel Zeit verbringen. Aber Digga, was hat das jetzt mit ihm zu tun? Bei dem anderen war es so, okay, er macht ein Tattoo von sich selbst, er hat eine Influencer-Freundin. Generell scheint Mittelstädt jedoch vor allem das schnelle Leben zu genießen. So geht er nicht nur regelmäßig feiern, eine seiner Leidenschaften ist es auch, seine Lieblingsmusiker live zu sehen. Daher war er unter anderem vor einigen Wochen exklusiv zu einem Konzert von Bushido in Stuttgart eingeladen, bei dem er nach der Show sogar noch mit dem Gangster-Rapper privat abhing. Insgesamt stehen bei ihm also momentan eher die aufregenden Seiten des Fußballerlebens im Vordergrund. Halt ein ganz normaler Dude, der halt Fußballer ist und ein normales Leben führt. Das genaue Gegenteil davon ist Toni Kroos. Und das, obwohl er als jahrelanger Real Madrid-Star, der schon alles erreicht hat, vermutlich der reichste Spieler im DFB-Trikot ist. Kroos' Leben in Madrid findet jedoch abseits von Partys und Prominenten statt. Stattdessen verbringt er seine Freizeit fast ausschließlich mit seiner Frau und seinen 3 Kindern. Sympathisch, direkt. Mit ihnen spielt er dann im Garten seiner Villa, die übrigens direkt neben dem Madrider Haus von Cristiano Ronaldo liegt. Angeblich soll ihm ein Familienleben sogar so wichtig sein, dass er versucht, wirklich jede einzelne Nacht bei sich in Madrid zu verbringen. Das bedeutet auch, dass er auch bei Auswärtsspielen noch tief in der Nacht in einen Privatjet steigt und ohne seine Realkollegen zurück in die spanische Hauptstadt fliegt. Wenn er neben Fußball und Familie jedoch doch mal Zeit für andere Dinge hat, widmet er sich aktuell vor allem 2 Projekten.
Zum einen seinem Podcast, den er mit seinem Bruder Felix betreibt, und zum anderen seiner Stiftung. Hier investiert er Millionen, um benachteiligten Kindern ein besseres Leben und einen Zugang zum Sport zu ermöglichen. Boah, ich liebe Leute, die wirklich viel Geld haben, die sowas machen. Das ist so eine krasse Aktion, ich liebe Toni Kroos. Doch ganz ohne Glamour geht es auch bei Kroos nicht. Denn tatsächlich ist er mit einigen weltberühmten Sportlern aus ganz anderen Disziplinen eng befreundet. Zum Beispiel mit Dartlegende Phil Taylor und mit Tennisprofi Roger Federer. Demnächst werden diese Treffen jedoch... Toni Kroos ist halt auch eine Legende. Natürlich hat er dann solche Freunde. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh krass, das ist Toni Kroos. Nicht mehr in Madrid, sondern in Köln stattfinden. Im Luxusviertel Hahnwald hat Kroos nämlich eine Villa gekauft, in der er sich nach der Karriere auf Wunsch seiner Frau zur Ruhe setzen will. Wer vom Karriereende noch weit entfernt ist, ist Jamal Musiala. Der 21-jährige Youngster der Nationalmannschaft ist jedoch schon jetzt mehr herumgekommen als viele in ihrem gesamten Leben. So wuchs er seit seinem 7. Lebensjahr in Southampton auf und erhielt dort auch die englische Staatsbürgerschaft, weshalb er auch oft für die englische U16-Nationalmannschaft spielte. Erst 2021 entschied er sich dazu, als Erwachsener für Deutschland anzutreten. Dennoch ist sein Kontakt zu internationalen Spielern nach wie vor eng. So hängt er in seiner Freizeit besonders oft mit Jude Bellingham ab oder fährt mit seinem kanadischen Bayern-Kollegen Alfonso Davies auf einer Yacht in den Urlaub. Abgesehen davon hält er sein Privatleben aber eher unter Verschluss. Es ist jedoch bekannt, dass er seine Freizeit aktuell vor allem mit drei Dingen verbringt. Zum einen mit seinem Lieblingsessen. Meine Maultaschen. Mittagessen. Maultaschen sind geil. Als ein Snack. Maultaschen ist immer in meinem Kühlschrank. Meine Maultaschen. Frühstück, Mittag, Abend. Als Snack. Direkt sympathisch. Ich verstehe es einfach auch. Maultaschen. Basketball und zockt viel Mario Kart. Am wichtigsten scheint jedoch auch bei ihm die Arbeit an seiner eigenen Stiftung zu sein. Seit 2023 betreibt er zusammen mit seiner Mutter eine Initiative in seiner alten Heimat Fulda, durch die Kindern Werte wie Dankbarkeit, Selfcare, Empathie, Respekt und Verantwortung nähergebracht werden sollen. Generell hat Musiala übrigens ein sehr enges Verhältnis zu seiner Familie. Bis vor kurzem lebte er sogar noch bei seinen Eltern und es war sogar lange der Fall, dass seine Mutter ihn jeden Tag mit dem Auto zum Training der Bayern-Profis fuhr. Das ist schön, das ist so süß. Ich finde es auch so cool, wenn sich Kinder mit ihren Eltern verstehen und dann die fuhren die ganze Zeit zu Bayern-Training. Das ist echt, das ist schön. Machen wir weiter mit der falschen 9 im DFB-Team und zwar mit Kai Havertz. Aktuell lebt der Arsenal-Star mit seiner langjährigen Freundin Sophia Weber in London. Allerdings nicht alleine mit ihr, sondern mit sage und schreibe drei Hunden. Die Aufgabenteilung der beiden ist aber relativ klassisch. So kocht Sophia beispielsweise fast alle Mahlzeiten und kümmert sich um die Inneneinrichtung, während sich Kai vor allem auf seinen Sport und damit seine Arbeit konzentriert. Trotzdem kommt auch der Spaß bei den beiden nicht zu kurz. Sie haben gemeinsam einen eigenen Tischtennisraum und außerdem spielt Kai gerne Fortnite und die beiden gehen regelmäßig in exklusiven Londoner Clubs feiern. Boah, die scheinen einfach so ein chilliges Couple zu sein. Ich mag die irgendwie und sie sind beide auch super sympathisch. Darüber hinaus hat Kai Havertz übrigens auch außerhalb des Fußballs prominente Freunde und chillte so zum Beispiel schon häufiger mit Streamer Montana Black. Auch etwas unerwartet ist die Tatsache, dass Havertz neben Sport, Zocken und Feiern privat Klavier lernt. Auch sympathisch. Auch wenn das Paar aktuell das Stadtleben genießt, haben die beiden für die Zukunft übrigens andere Pläne. Beide lieben nämlich Tiere und vor allem Pferde sehr, sodass sie nach Kais aktiver Karriere planen, einen Reiterhof zu kaufen, um dort zu leben. Das ist toll, ich mag die. Als nächstes kommen wir zu Florian Wirtz, dem viele zutrauen, dass er Deutschland in diesem Jahr zum Europameister macht. Wirtz, der in Pülheim bei Köln aufgewachsen ist und über die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen kam, hält sein Privatleben eigentlich aus der Öffentlichkeit raus. Man weiß lediglich, dass er bis vor 2 Jahren noch bei seinen Eltern lebte, die ihn übrigens auch bei allen Entscheidungen beraten, und dass er gerne Kartoffeln mag. Normale Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf die 1. Abgesehen davon scheint der Leverkusen... Was haben Sie mit Maultaschen, Kartoffeln, normale Kartoffeln, ich würde sagen
auf die Eins. Ich lieb's irgendwie, die sind so lustig. Busenstar seit kurzem eine Freundin namens Alaya zu haben. In der Öffentlichkeit ist er jedoch, wenn dann, mit seiner Schwester Juliane zu sehen, die bei Werder Bremen ebenfalls. Boah, die sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Ist. Zusammen mit ihr und seiner Familie macht er dann am liebsten Urlaub auf Mallorca, wobei er vor allem Aktivitäten wie Jetski fahren oder am Pool abhängen nachgeht. Deutlich ausgefallener sieht im Vergleich dazu das Leben von manchen Altstars der Nationalmannschaft aus. Thomas Müller zum Beispiel hat unter anderem eigene Hasen und betreibt eine Pferdekoppel, auf der Wettkampfhengste und Zuchtstuten gezüchtet werden, von denen man sich unter anderem die Samen kaufen kann, um selbst erfolgreiche Pferde zu züchten. Dies macht das klingt nach einer Müller. Also so stelle ich mir Müller vor. Das ist einfach so ein sympathischer Dude mit so einem Hasenstall. Ich lieb's. Zusammen mit seiner Ehefrau Lisa, mit der er seit 2009 verheiratet ist. Im Gegensatz zu dieser langjährigen Ehe hat sein Nationalmannschaftskollege Manuel Neuer übrigens eine sehr frische Beziehung. Er heiratete im letzten Jahr seine 23-jährige Freundin Annika, die im März angeblich einen gemeinsamen Sohn namens Luca auf die Welt brachte. Seine Freizeit dürfte die Nummer 1 des Teams aktuell also vor allem zu Hause verbringen. Boah, Neuer ist auch toll. Seine Freizeit dürfte die Nummer 1 des Teams aktuell also vor allem zu Hause verbringen. Ein Nationalspieler, der sich ebenfalls stark um seine Familie kümmert, ist der aktuelle Kapitän Ilkay Gündogan. Er heiratete 2022 seine Frau Sarah und wurde ein Jahr später erstmals. Der scheint auch so lieb zu sein. Der lächelt immer die ganze Zeit. Beim Spiel auch immer ist er so. Das ist einfach so eine sympathische Person. Ich lieb ihn einfach auch. Vater. Die Hochzeit feierten sie dabei zusammen mit hunderten Gästen an der italienischen Mittelmeerküste, wobei sie es sich unter anderem mit einer gigantischen Torte und einem perfekt inszenierten Hochzeitstanz gut gehen ließen. Während seine Frau als Schauspielerin seitdem viel in ihrer Heimat Italien unterwegs ist, verbringt Gündogan abseits des Platzes viel Zeit mit seinem Kind. Oh, wenn er jedoch süß. Doch mal Zeit hat, genießt er vor allem das Leben in seiner neuen Heimat Barcelona. Tatsächlich ist Gündogan aber auch bekannt dafür, dass er selbst in seiner Freizeit immer an sich arbeitet. So macht er auch privat Physiotherapie und Fitnesstraining und das sogar im Urlaub am Strand, studiert Taktiken von Gegnern und arbeitet an seiner. Ich nenne das die Krabbenpose. Und welches Privatleben in diesem Video hat euch am meisten überrascht? Boah, weiß ich gar nicht. Mich hat eigentlich nichts wirklich überrascht. Sind einfach nur ganz normale Leute, die halt aber auch superreiche Fußballspieler sind. Aber, surprise, die meisten davon sind super sympathisch, weil warum denn nicht? Bis zum nächsten Mal.